Singapur. Eine der teuersten Metropolen der Welt. Absolut unbezahlbar. Das dachten wir zumindest. Und genau deswegen zeigen wir euch heute, was der perfekte Touri-Tag in Singapur so kostet. Unsere Nächte in Singapur haben wir in einem Kapselhotel verbracht. Das hat ca. 40 Euro die Nacht gekostet und ist eigentlich vergleichbar mit anderen europäischen Metropolen, wo man auch nicht viel Besseres für 40 Euro bekommt. Insgesamt war das auch unser erster voller Tag in Singapur. Da wir die Kultur vor allem mit Essen erkunden wollen, hatten wir echt ein bisschen Angst, dass wir vor allem da irgendwie auf trockenes Toastbrot oder Reis zurückgreifen müssen. Aber Leute, seid gespannt, wie wenig wir für Essen in Singapur wirklich ausgegeben haben. Wir wollen jetzt als erstes frühstücken in Chinatown, aber weil wir uns hier Grab auf jeden Fall nicht leisten können, nehmen wir erstmal die Metro. Die ist super günstig, aber wir gucken mal, wie günstig. Los ging's dann mit der Metro erstmal in die Innenstadt für ca. 1,40 Euro pro Person für eine relativ lange Fahrt. Grüße an die Deutsche Bahn, die können sich da gerne mal ein Beispiel nehmen. Nicht nur kommen die Züge immer pünktlich, sondern es ist auch wirklich, wirklich bezahlbar. Und angekommen in der Stadt konnten wir dann in der U-Bahn-Station einen ersten Eindruck von den Preisen erhalten. Was kostet das wohl? Wir werden es herausfinden. Custard, Vanille, nur 1,40 Euro, ist okay. Eine andere alltägliche Aufgabe, die an den ersten Tagen in einer neuen Umgebung immer so ansteht, ist es, eine SIM-Karte zu besorgen. Das geht super, super unkompliziert. Wir sind dafür einfach in einen 7-Eleven-Supermarkt gegangen und haben da eine SIM-Karte gekauft. Dabei haben wir für 100 GB ganze 12 Singapur-Dollar bezahlt. Das sind so ca. 8,50 Euro. Es ist wirklich unglaublich, wie in jedem Land das Internet so verdammt günstig ist und auch unkompliziert im Gegensatz zu Deutschland. Diese Kosten rechnen wir nur anteilig ein, weil das ist ja eine 7-Tages-Flat und entsprechend ist der Preis irgendwie so knapp 1,50 Euro pro Tag. Einen guten Start in den Tag zu sichern, ging es natürlich erstmal frühstücken. Da hatten wir ein typisch singapurianisches Frühstück. Alleine hier drin könnte man schon wieder Wochen verbringen, um sich durchzukosten. Es sieht so gut aus. Das ist das Traditional Set. Das ist einfach Toast mit Butter und dazu gibt es wie so, naja, weich gekochtes, labbriges Ei. Okay. Wir würden es nicht probieren, wäre es nicht traditionell. Aber jetzt sind wir hier. Das Toast ist mega fluffig. Und süß. Probier mal. Süß. Wie süßes Brot und Ei. Das muss man natürlich in Singapur unbedingt mal probieren. Für uns ging es dann aber noch weiter mit einem, naja, weniger typischen Dessert. Ich hoffe, ihr kennt Crumpets, aber es ist wie super luftiger Teig mit ein bisschen Süße, Peanut Butter und Erdnüssen drauf. So gut. Wir hatten also einen geilen Barista-Kaffee, der wirklich selten ist. Ein kleines Frühstück und ein super leckeres Dessert für 5,60 Euro und das finden wir preislich vollkommen okay. Wir empfehlen deshalb immer, geht zu den Hawker Stores, ihr habt die beste Auswahl, ihr habt das günstigste Essen, es ist so lecker und in Singapur ist es vor allem auch alles nochmal deutlich, deutlich sauberer. Wie wir schon in unserem ersten Eindrucksvideo gesagt haben, hätten wir gedacht, dass es eigentlich nur super neu gebaute, hochtechnologisierte Gebäude gibt und alles wie in Dubai aus dem Boden gestampft wurde. Aber dem ist überhaupt nicht so. Es gibt halt super viel Kultur, quasi wirklich in jeder Straße sieht man, wie die Häuser früher aussahen und das gehört natürlich auch zu einem Touri-Tag dazu. Deshalb sind wir nach unserem Frühstück erstmal nach Chinatown gegangen, um dort einen der ältesten Tempel in der ganzen Stadt zu bewundern. Und der ist wirklich spektakulär im Vergleich zu einigen anderen Tempeln, die wir bisher besichtigt haben. Er liegt nicht nur im Herzen Chinatowns, sondern ist auch komplett kostenlos zum Anschauen. Wenn man wie ich vergessen hat, lange Sachen mitzubringen, dann bekommt man hier auch einen Schal für die Schultern und ein Tuch für die Knie. Wenn man in Chinatown angekommen, muss man sich natürlich auch etwas umgucken und das haben wir direkt danach gemacht. Wir sind jetzt im Chinatown-Komplex, das ist so der chinesische Lebensmittelmarkt und das gucken wir uns mal an. Uns faszinieren solche Märkte immer total und wir können einfach nicht anders als dort rumlaufen. Oben in dem Center gab es dann auch Streetfood. Wir sind jetzt zwischen den ganzen Chinese Hawker Stores und wir wurden gerade ganz laut hinterhergeschrien: Vegetarian, Vegetarian! Und ich dachte so, sieht man mir das an? Und wir hatten zwar keinen Hunger, aber wollten uns trotzdem ein bisschen rumprobieren und deswegen haben wir uns etwas entschieden, was wir bisher noch nie probiert hatten. Und das war in Sojamilch und
wassergekochte Erdnüsse quasi als Brühe. Sieht komisch aus. Die Nüsse sind super weich gekocht. Das fühlt sich gar nicht an wie Nüsse. Das fühlt sich irgendwie an wie so ein Mehlklumpen, der zerfällt in süß und nussig. Aber es ist, die Konsistenz ist ganz anders. Ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll, muss ich mal sagen. Ist quasi Mochi. Nicht nur Peanut Butter, da ist wie so Sesam mit drin, was man aus so Sesamsticks noch kennt, plus Peanut. Der Hitze darf natürlich Wasser nicht fehlen. Wie man es erwarten würde, in Chinatown gibt es hier super, super viele kleine, verrückte Läden, die eigentlich alles verkaufen, was man sich so vorstellen kann. Ganz besonders fasziniert uns dabei immer so Küchenzeug, wie zum Beispiel hübsch bemalte Bowls oder auch Essstäbchen. Wir sind jetzt eine ganze Weile durch Chinatown gelaufen. Hier ist es auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ganz viele kleine Shops und man kann super gut Souvenirs kaufen. Und wenn ihr irgendwann hier seid, kauft euch vorher auf jeden Fall keine Schüsseln und nichts für die Küche. Hier gibt es so tolle Sachen. Wenn wir nicht länger reisen würden, hätten wir uns voll eingedeckt hier. In Chinatown findet man auch ganz viele der eigentlich ursprünglich singapurianischen Wohnhäuser. Diese heißen dort Heritage-Häuser und sind wirklich kunterbunt und richtig, richtig verrückt auffallend im Vergleich zu den Hochhäusern überall. Damit hätten wir einen ersten kulturellen Punkt hier abgehakt und jetzt gucken wir mal ein bisschen Richtung Downtown. Bei unserer Recherche, was man in Singapur unbedingt machen soll, stand die Orchard Road ganz oben. Wir sind deshalb dorthin gegangen und dann in die Ion Orchard Mall gegangen und müssen sagen, es reiht sich eigentlich einfach nur ein Luxusgeschäft ans andere, aber wir hätten irgendwie noch mehr erwartet dafür, dass das die Mall Singapurs ist. Der Orchard Road reiht sich generell einen Laden an den anderen, ist ein bisschen wie Fifth Avenue, aber es ist auch recht teuer. Wir sind dann in ein anderes Food Court gegenüber von der Ion Orchard Mall gegangen und haben dort erstmal Mittag gegessen, um uns etwas zu stärken. Wir haben gegessen und gehen jetzt zum nächsten Stopp, dem wohl typischsten Singapur-Highlight. Gehört zu einem Touri-Tag einfach dazu. Als wir aus der Bahn ausgestiegen sind, hat uns auch der eigentlich typische Nachmittagsregen erwischt. Deswegen brauchen wir jetzt erstmal einen großen Kaffee. Was natürlich an so einem Touri-Tag nicht fehlen darf, ist das Wahrzeichen der Stadt Singapur. Wohl eines der berühmtesten Gebäude der ganzen Welt, das Marina Bay Sands. Jetzt geht's für uns zum letzten, aber auch natürlich zum wichtigsten Touri-Sightseeing-Spot des heutigen Tages. Wir haben es gerade schon mal aus der Ferne gesehen, aber sind jetzt einmal um die Ecke gegangen und es sieht wirklich so krass aus. Es ist so riesig. Ich meine, die anderen Hochhäuser hier sind zwar schon groß, aber das ist so eine andere Dimension. Man kann es irgendwie gar nicht so richtig in Worte fassen, wie krass das hier aussieht. Und auch Marina Bay auf Fotos sieht irgendwie gar nicht so gigantisch aus, wie es in echt eigentlich ist. Von der Formel-1-Strecke Singapur sind wir über die ebenso bekannte Helix Bridge direkt zum Marina Bay Sands gelaufen. Die Ausmaße des Gebäudes kann man überhaupt nicht rüberbringen. Es ist einfach, als würde man drei Wolkenkratzer nebeneinander stellen und einen vierten horizontal obendrauf. Von manchen Stellen aus sah es einfach aus, als wäre das Marina Bay Sands größer als der gesamte Central Business District. Wenn man bei Marina Bay Sands ist, muss man auch unbedingt zu The Shoppes by the Bay gehen. Komischer Name irgendwie. Aber an dem Tag hatten wir dazu leider keine Zeit. Mehr dazu in einem anderen Video. Von Marina Bay Sands ging es für uns dann in das Gardens by the Bay. Das ist quasi direkt nebenan, aber lasst euch sagen, es ist riesengroß. Man hört zwischendurch einfach überhaupt keine Straßengeräusche mehr und vergisst komplett, dass man eigentlich in einer Millionenmetropole ist. Das Schöne hier ist, man ist so nah an der Innenstadt und hört einfach nichts davon. Man kann wirklich mal abschalten und sich einfach hier ein bisschen treiben lassen. Super schön, umsonst. Wir sind jetzt an den Super Trees angekommen. Man sieht die auch schon im Hintergrund. Man kann hier komplett gratis rumlaufen. Nur wenn man hoch auf diesen Observatory Walk möchte, dann muss man 10 Euro ca. pro Person bezahlen. Eigentlich kann man auf dem Platz zu den Super Trees auch kostenlos gehen. Da ist gerade eine Winter Wonderland Ausstellung und deswegen geht das nicht. Als abendliches Highlight muss man unbedingt die Lightshow im Gardens um 19.45 Uhr oder um 20.45 Uhr angucken. Wir sind jetzt an unserem vorletzten Tageshighlight angekommen, der Lichtshow. Das Beste, weil wir kurz vor Weihnachten da sind, wird sie auch im weihnachtlichen Licht stattfinden. Ich bin super gespannt. Die Lichtshow ist ja
jetzt vorbei ist, war wirklich super, super schön. Die Musik ist passend dazu. Auf jeden Fall muss man das gesehen haben. Ist auch ganz anders als am Tag, da ist wirklich spektakulär gemacht. Allgemein der ganze Park bei Nacht einen Besuch wert. Und man sieht schon die Marina Bay im Hintergrund, es ist so schön anzusehen im Dunkeln. Wir denken, wir hatten letztendlich sogar auch den besseren Blick. Also vielleicht macht ihr das dann auch. Und jetzt geht's zu unserem letzten Highlight des Tages. Und wir haben so Bock da drauf, vor allem nach diesem Tag. Für uns absolut beste und schönste und verrückteste Ort in Singapur ist ein Streetmarkt im Finanzdistrikt. Der Weg vom Gardens auf die Skyline zu, wieder ins Central Business District zurück, ist einfach Wahnsinn. Man kommt den ganzen Wolkenkratzern immer näher, läuft an der Bay lang. Es ist wirklich schon ein riesiges Highlight. Aber das Essen. Mitten dieser Skyline befindet sich der Lau Passat. Dieser verbindet die modernen Hochhäuser, die historische Kultur und natürlich super leckeres lokales Essen. Aber eigentlich auch Essen aus aller Welt miteinander. Der Markt wurde im 19. Jahrhundert gebaut und im Jahr 1973 auch zu einem nationalen Wahrzeichen der Stadt Singapur ernannt. Er ist eine absolute Top-Empfehlung für Singapur. Besonders berühmt auf dem Lau Passat sind die Satay-Stände, die sich auf einer Außenseite befinden. Und hier gibt es dann teilweise auch mal 50 Meter lange Schlangen an den wohl besten Ständen. Bester Stand Nummer 8. Was wir auch sehr witzig fanden, ist, dass ab 19 Uhr einfach eine komplette am Markt anliegende Straße abgesperrt wird und da werden dann Sitzplätze aufgebaut und dann sitzen dort hunderte von Menschen auf einer eigentlichen vollbefahrenen Straße inmitten der Hochhäuser von Singapur. Wir haben uns an diesem Tag für indisches Essen entschieden und Clara hatte ein komisch aussehendes Brot mit irgendwie ein paar Dips für 6 Singapur-Dollar und ich hatte ein Butter Paneer Masala. So. Käsewürfel in einer Soße mit Reis für 9 Singapur-Dollar. Claras Essen war nicht so der Hit, dafür meins aber umso mehr. Dazu gab es für jeden noch einen ultra leckeren Limettensaft für ca. 1,50 Euro. Wir sind jetzt fertig mit Essen im Lau Passat, das war richtig, richtig lecker. Damit belaufen sich unsere gesamten Tagesausgaben auf ca. 40 Euro pro Person, was für eine der teuersten Städte der Welt wirklich vollkommen okay ist. Kommentiert gerne mal, was ihr erwartet hättet, mehr oder weniger. Wir finden, gerade im Vergleich zu anderen Metropolen wie New York, kann man in Singapur wirklich günstig reisen. Ach ja, gratis kann man auch echt eine Menge machen. Wir sehen uns später. Tschüss! Ciao.